So. Sollen wir losschießen oder haben Sie eigene? Geht's? Ja, meine Damen und Herren, wir hatten jetzt eine Beratungssitzung des NSA-Untersuchungsausschusses gehabt, bei der der Präsident des Bundesnachrichtendienstes anwesend war, aus gegebenen Anlass. Wir hatten aus Sicht der SPD-Fraktion einen äußerst gravierenden Vorfall zu bewerten, dergestalt. Es sind Unterlagen von einer Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes, die den Untersuchungsgegenstand betreffen, nicht an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet worden. Nach meinen Informationen, wir haben die Unterlagen bisher immer noch nicht, handelt es sich um etwa 130 Dokumente. Und der Vorfall ist deswegen äußerst gravierend, weil trotz des Vorenthaltens dieser Unterlagen von Seiten der Bundesregierung über den Bundesnachrichtendienst eine Vollständigkeitserklärung abgegeben worden ist. Eine solche Vollständigkeitserklärung ist für den Untersuchungsausschuss sehr bedeutend, weil er so etwas ist wie eine Garantie dafür, dass wir als Parlamentarier darauf vertrauen können, dass uns tatsächlich auch alles, was den Untersuchungsgegenstand betrifft, vorgelegt wird. Wenn sozusagen Vollständigkeitserklärungen abgegeben werden, ohne dass tatsächlich Vollständigkeit gegeben ist, dann führt das dazu, dass wir natürlich in Bezug auf alle bisher erteilten Vollständigkeitserklärungen wieder große Fragezeichen machen müssen. Das war der Grund, warum wir auch beantragt haben, dass der Präsident heute herkommt. Und wir haben ihn mit dieser Situation natürlich konfrontiert. Er hat sich dahingehend eingelassen, dass es sich hierbei nicht nur um ein Weiterleitungsversehen gehandelt habe, sondern dass tatsächlich fehlerhaft diese Unterlagen als nicht einschlägig bewertet worden sind. Also ich betone nochmal, es handelt sich nicht einfach nur darum, dass man vergessen hat, irgendwie die Unterlagen an den Untersuchungsausschuss zu schicken, weil sie irgendwo in einer Ablage waren, wo sie nicht hätten hingehört, sondern man hat tatsächlich nach einer materiellen Prüfung der Unterlagen fehlerhaft gesagt, diese Unterlagen sind für den Untersuchungsgegenstand nicht einschlägig. Das ist etwas, was sozusagen den per se schon gravierenden Vorfall noch etwas gravierender macht, weil wir natürlich jetzt an dieser Stelle vor einer Situation sind, dass wir rückwirkend vom heutigen Zeitpunkt aus uns die Frage stellen müssen, ob tatsächlich alles, was uns bisher nicht vorgelegt wurde, auch tatsächlich ordentlich und richtig geprüft wurde. Meine Fraktion, die SPD, hat daher beantragt, dass der BND eine komplette Sonderprüfung von der Einsetzung des Untersuchungsausschusses weg vorzunehmen hat, dergestalt, dass sämtliche Unterlagen, die von den Sachgebieten zunächst einmal als eventuell relevant vorgelegt worden sind, die dann aber auf den höheren Ebenen herausgefiltert wurden, dass sie alle nochmal einer Kontrolle und Überprüfung unterzogen werden, inwieweit dieses Herausfiltern als nicht einschlägig tatsächlich sachgerecht war. Nur so sind wir der Überzeugung, können wir überhaupt wieder eine Grundlage herstellen über ein solches Verfahren, dass wir darauf vertrauen können, tatsächlich hier auch alle Unterlagen, die den Untersuchungsausschuss betreffen, zu bekommen. Der Bundesnachrichtendienst, namentlich der Präsident, hat dieses Verfahren so akzeptiert. Und wir haben auch deutlich gemacht, dass das natürlich ein erheblicher zusätzlicher Aufwand ist, dass das aber sozusagen auch keine Rechtfertigung dafür sein darf, dass dann andere Beweisbeschlüsse langsamer vollzogen werden, weil man hier irgendwelche zusätzlichen Ressourcen nicht einsetzen kann. Also es ist uns wichtig, dass wir mit einem solchen Verfahren wieder eine solide Arbeitsbasis bekommen. Nochmal, dieser Vorfall ist ein gravierender Vorfall und insofern ist das diese Sonderprüfung jetzt der Preis, den der Bundesnachrichtendienst zu zahlen hat, dafür, dass wir hier sehr, sehr viele Fragezeichen an sehr vielen Stellen haben. Haben Sie denn überhaupt noch Vertrauen in das, was Sie vom BND kriegen? Und was heißt es dann für die weitere Arbeit des Ausschusses jetzt erstmal die nächsten Monate? Ich habe bisher keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass hier in irgendeiner Form absichtlich etwas vorenthalten wurde. Ich habe das auch heute nochmal betont. Das ist sozusagen eine Bewertung der jetzigen Situation. Ich stelle fest, dass auch der Bundesnachrichtendienst, obwohl er ein Geheimdienst ist, eine Behörde ist und wo Menschen arbeiten, wo Fehler gemacht werden können.
Jetzt kann man hinter jedem Fehler, den ein Geheimdienst macht, natürlich mutmaßen, dass das unter irgendwelchen Motivationen stattgefunden hat. Wir haben momentan keine Anhaltspunkte dafür, dass hier systematisch uns so etwas vorenthalten wurde. Ich sage aber auch sehr deutlich, wir haben diese Unterlagen bisher noch nicht. Das heißt, wir werden uns natürlich auch über die Qualität dieser Unterlagen zunächst einmal, wenn wir sie bekommen, ein Bild machen müssen. Und dann wird eventuell die Bewertung auch in die eine oder in die andere Richtung ausfallen. Die Rechts- und Fachaufsicht über den Bundesnachrichtendienst übt das Bundeskanzleramt aus. Wie würden Sie dessen Rolle nun bewerten? Nun ja, es ist so, dass hier jede Ebene darauf angewiesen ist, dass sie sozusagen das weitergibt, was die jeweils untere Ebene ihr mitteilt. Wenn das Bundeskanzleramt eine Vollständigkeitserklärung des Bundesnachrichtendienstes bekommt, dann muss man bei einem so komplexen Untersuchungsgegenstand wie dem, den wir zu bewältigen haben, einfach darauf vertrauen können, dass das Hand und Fuß hat. Genauso wie im Zweifel dann eben auch der BND-Präsident darauf vertrauen muss, wenn eine Abteilungsleitung ihm das signalisiert, hier ist Vollständigkeit gegeben, dass das der Fall ist. Das bedeutet aber ungleich auch, dass wir hier politische Verantwortungen haben. Und die politische Verantwortung in dem Fall liegt zunächst einmal beim BND-Präsidenten. Wir haben jetzt, wie gesagt, keine Anhaltspunkte dafür, dass hier mit Absicht uns was vorenthalten wurde. Wir haben aber ganz deutlich gemacht, dass wir hier ein Verfahren brauchen, um wieder eine vertrauensvolle, solide Grundlage zu bekommen. Und der BND-Präsident hat dem zugestimmt und dem eingewilligt. Und ich denke, das ist eine gute Grundlage. Zum Wasserschaden beim BND sagen? Zum Wasserschaden beim BND. Morgen kommst du mit Gummistiefeln. Ja, also zum Wasserschaden möchte ich nur einen Satz dann vielleicht wirklich nur sagen. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass nach meinen Informationen die BND-Baustelle ja eine der bestgesicherten Baustellen, zumindest in Deutschland war, wenn nicht sogar in Europa, dass dann so etwas passieren kann. Es zeigt halt eben doch, um im Bild zu bleiben, es wird überall nur mit Wasser gekocht. Ansonsten vielleicht aber lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Wir haben in der Beratungssitzung auch noch mal ein wesentliches Ergebnis erzielt in Bezug auf die Frage, wie wir Unterlagen eines europäischen Five Eyes-Dienstes umgehen können. In dem Fall hat sich der Vorschlag durchgesetzt, dass wir hier offensichtlich im Treptow-Verfahren, in dem sogenannten Treptow-Verfahren, die Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich finde, dass die Bundesregierung dieses Verfahren wählt. Wir haben immer darauf gedrängt, dass es zwischen Nichtvorlage und Vorlage gestufte Verfahren gibt, also dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es mehrere Farben dazwischen gibt, dass die Bundesregierung dieses Verfahren jetzt wählt. Begrüßt die SPD ausdrücklich und wir sind auch froh, dass in dem Fall das Ganze nicht unmittelbar am Ort in Treptow stattfindet, sondern man eben nur das Verfahren wählt, das so bezeichnet ist. Danke. Ja, ich fange beim letzten Punkt an. Das ist in der Tat ein Fortschritt. Ich glaube, das Argument hat sich durchgesetzt, dass ein Geheimdienst, der sich der parlamentarischen Kontrolle entzieht, aus welcher Argumentation auch immer, seine demokratische Legitimation verliert und deswegen nicht einfach Bereiche von der parlamentarischen Kontrolle ausgenommen werden können, nur weil man mit einem anderen Nachrichtendienst zusammengearbeitet hat. Und insofern schauen wir mal, was da für Akten zu lesen sind. Im Hinblick auf den Besuch von Herrn Schindler und die Darstellung der 136 Akten, die jetzt doch irgendwie einschlägig sind, will ich sagen, dass das ja nicht der erste Fall ist, dass wir eine Vollständigkeitserklärung hatten und dann doch noch Akten aufgetaucht sind. Insofern stimmt uns das schon nachdenklich. Ich sage aber auch ganz offen, ich bin von dem vorgeschlagenen Verfahren mittelmäßig begeistert, weil es jetzt natürlich sozusagen im Hinblick auf die Vollständigkeitserklärungen, die gemacht wurden, praktisch ein Stopp ist, ja, und jetzt gesagt wird, so, jetzt nehmen wir das nochmal zurück und jetzt müssen wir wochenlang darauf warten, bis da nochmal gegengecheckt wurde und in der Zeit müssen wir ja arbeiten. Das ist also mittelmäßig günstig und ich weiß jetzt auch nicht, wie man es anders machen könnte.
Ich habe eigentlich erwartet, dass der BND hier heute erklärt, das ist der einzige Fall, da ist uns mal was durchgerutscht. Bei den anderen Sachen könnt ihr euch bombensicher sein, alles ist in Ordnung. Das wurde nicht erklärt. Stattdessen kam der Vorschlag, jetzt noch mal so eine Art Generalrevision zu machen. Und ich finde, das ist ein Problem im Hinblick auf die Vernehmungen, die wir durchzuführen haben. Ich sage das nochmal, wir haben in den Akten bezüglich bestimmter Zusammenhänge, die ich hier in der Öffentlichkeit leider nicht benennen darf, Anhaltspunkte dafür, dass bestimmte Informationen nicht in den Akten sind, die uns vorgelegt werden, obwohl sie relevant sind. Wir haben diesbezüglich auch nochmal Beweisanträge spezifiziert und ich bin mal gespannt, was da kommt. Für die Vertrauensbildung insgesamt ist das natürlich nicht gut. Das liegt daran, dass sozusagen von Beginn an dieser Untersuchungsausschuss und der BND und das Bundeskanzleramt in so einem Streit waren, sozusagen, darf der Ausschuss überhaupt informiert werden? Wenn ja, dann aber ganz restriktiv, ganz viele Akten müssen vorenthalten werden, ganz viel muss gebläut werden. Und man hat eben nicht von Anfang an gesagt, ganz klar, der Bundestag hat mit allen Fraktionen beschlossen, dieses Ding soll untersucht werden, wir werden umfänglich kooperieren und nur das Nötigste bläuen, sondern man hat eben von Anfang an klar gemacht, dass man eigentlich keinen Bock hat auf diese Aufklärung und das obstruiert. Und deswegen sind dann solche Fälle, wie wir ihn jetzt hier haben, mit diesen 130 Vorgängen, die nicht vorliegen, natürlich etwas, was das Vertrauen untergräbt, wobei wir das final erst richtig beurteilen können, wenn wir die Akten haben. Wir haben sie nämlich bis heute nicht. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich nehme positiv aus der heutigen Beratungssitzung mit, dass uns mitgeteilt worden ist, dass wir nunmehr als Obleute Einsicht erhalten können in Unterlagen, die eben im Gespräch standen, ob wir Einsicht nehmen können im sogenannten Treptow-Verfahren. Die Unterlagen betreffen die mögliche Zusammenarbeit mit einem weiteren europäischen Geheimdienst. Das sehe ich als positives Signal. Zuvor hatten wir mit dem BND-Präsidenten Schindler die Tatsache erörtert, dass versehentlich vorzulegende Unterlagen nicht vorgelegt wurden. Herr Schindler hat uns dazu ausführlich Auskunft gegeben. Er hat eingeräumt, es sei ein Fehler passiert, der nicht passieren darf, der aber passiert ist. Er hat uns ausführlich das Verfahren dargestellt, nachdem die Unterlagen, die vorzulegen sind, überprüft werden. Er hat uns zugesagt, dass aufgrund dieses Vorfalls jetzt nochmals die anderen Unterlagen, die vorgelegt worden sind, beziehungsweise die Vollständigkeitserklärungen überprüft werden. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ist der Vorgang damit erstmal vom Tisch. Wir warten jetzt ab, wie der BND weiter vorgeht, welche Informationen er uns jetzt weitergibt, ob tatsächlich noch weitere Fälle vorliegen, in denen Unterlagen nicht vorgelegt haben. Ich darf aber ganz klar sagen, dass es aus unserer Sicht jetzt keinen Verdacht gibt, keine Anhaltspunkte gibt, dass auch in weiteren Fällen Unterlagen nicht vorgelegt wurden. Vielen Dank. Es gab ja vor ein paar Wochen die Ankündigung, dass sollten Unterlagen zu eben jenem Five Eyes Staatendienst aus Europa, ich glaube, es gibt nur diesen einen in Europa, wenn dazu Unterlagen Ihnen vorgelegt würden, dass dann eventuell die Briten die geheimdienstliche Zusammenarbeit einstellen würden. Hat Herr Schindler dies heute ausräumen können, diese Bedenken? Mit Herrn Schindler haben wir über das Thema gesprochen. Okay. Genau, der Wasserschaden, auch an Sie. Entschuldigung. Wie viel Vertrauen haben Sie in die Sicherheit des BND-Gebäudes jetzt noch? Also ich kann Ihnen dazu auch keine näheren Auskünfte geben, wie es zu dem Wasserschaden kommen könnte, aber ja, überall, wo Menschen sind, können auch Fehler passieren. Solche Dinge passieren eben, sollten nicht passieren, aber es ist eben passiert. Aber ich habe keine grundsätzlichen Bedenken bezüglich der Sicherheit des BND-Gebäudes. Ja, das ist immer so lapidar. Also ich meine, diesen Millionenschaden, wie kann denn das passieren? Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Schaden in einer solchen Höhe entsteht, aber war wohl in dem Fall jetzt nicht zu verhindern, ist nicht verhindert worden. Ja. Danke. Eine Sekunde, ja, bitte. Ja, natürlich. Ich brauche
größer ist, das Pressekollegium. Bitte schön. Ja, zur Frage des sogenannten Aktenversehens des BND nur so viel. Ich möchte mich im Wesentlichen an das anschließen, was jetzt die Vorredner und Vorrednerinnen ausgeführt haben, aber noch auf eine Problematik verweisen. Wenn diese Akten tatsächlich einschlägig sind und neue Informationen auch für uns zu den Gegenständen Eikonal und Klothek beinhalten, müssen wir tatsächlich erwägen, die Zeugeneinvernahme zu wiederholen, zu einigen dieser zuletzt in den Sitzungen gehörten sachkundigen Personen aus dem BND. Und das wäre tatsächlich dann auch ein Moment, wo wir angesichts unseres doch sehr engen Zeugenplanes in diesem Untersuchungsausschuss sagen, dass diese Maßnahme wenigstens dazu geführt hat, uns sehr erheblich dann auch in der Beweiserhebung nicht nur zu hemmen, sondern auch zu behindern. Das werden wir jetzt klären und natürlich will ich auch der Hoffnung Ausdruck geben, dass es bei diesem einen Fall bleibt und wir nicht am Ende dieser Revision, die jetzt im BND durchgeführt wird, feststellen müssen, dass vorschnell Akten ausgesondert wurden und als nicht Einschläge klassifiziert wurden, die sehr wohl zum Untersuchungsgegenstand gehören. Wenn das der Fall ist, dass es nicht bei diesem einen Fall bleibt, werden wir, denke ich, auch noch mal eine ganz generellere Aussprache mit der Bundesregierung führen müssen. Zu drei Aspekten, die in der Beratungssitzung eine Rolle gespielt haben, aber jetzt noch nicht so ausführlich angesprochen wurden. Wir haben nachgefragt beim BND und auch eine schriftliche Auskunft erhalten, inwieweit die beiden Vorstandskollegen des Herrn Obmann-Kiesewetters im Reservistenverband mit Gegenständen oder Verfahrensweisen des Untersuchungsausschusses betraut waren in ihrer Tätigkeit für den BND. Für diese beiden Personen will der BND ausschließen. Dann haben wir uns natürlich auch mit dem Fall der aufgebrochenen Transportbox des Handys des Vorsitzenden befasst. Hier hat der Ausschuss festgestellt, dass wir dort sachkundig sowohl die Bundestagsverwaltung wie das BSI hören müssen, um tatsächlich auch für uns den Vorgang in einer Form sozusagen nachvollziehen zu können, die es uns auch erlaubt, diesen dann zu bewerten. Grundsätzlich sage ich noch mal, wenn es der Fall ist, dass wir nicht vollständige Rechte auf diesem Handy haben, sondern die bei Dritten liegen, halte ich es tatsächlich für schwierig. Und dann haben wir, und das ist erfreulich, das hat Herr Kollege von uns auch angesprochen, in der strittigen Frage Unterlagen der Kooperation GCHQ-BND ein Einvernehmen erzielt. Und ich sage das ausdrücklich, ich glaube, dass dieses Einvernehmen jetzt nur zustande gekommen ist, weil wir in der Sache auch sehr geschlossen durch alle Fraktionen hinweg unsere Rechte als Untersuchungsausschuss gegenüber der Bundesregierung formuliert haben. Und ich hoffe, dass dieses Einvernehmen auch in der Obleuterunde für die auch anstehenden Auseinandersetzungen trägt. Wir haben noch eine Baustelle heute, die für Sie vielleicht neu ist, angesprochen. Es geht um die Abstufung von Protokollen geheimer Sitzungen. Hier gibt es Pleuungs- oder Schwärzungsvorschläge der Bundesregierung, die sich auch auf die Fragen der Abgeordneten erstrecken und das nicht nur in einem Fall und das auch nicht nur in Detailfragen, zum Teil sind ganze Fragestellungen durch die Bundesregierung geschwärzt in einem Vorschlag. Wir haben das heute sehr deutlich zurückgewiesen, dass die Bundesregierung Protokolle des Parlaments schwärzt und darum gebeten, dass es eine Neuvorlage gibt seitens der Bundesregierung mit einem angemessenen Schwärzungsvorschlag. Wird das nicht der Fall sein, wird der Untersuchungsausschuss eigenständig, so wie es auch das Recht vorsieht, über die Einstufung und dann gegebenenfalls auch die Veröffentlichung der Protokolle entscheiden. Danke. Frau Renner, haben Sie auch eine Meinung zum Thema Wasserschaden bei BND oder was Launiges? Was Launiges? Naja, ich glaube, bei Millionenschaden kann man nicht launig sein. Aber das ist natürlich auch jetzt eine Bewertungsfrage, die noch offen ist. Es ist ja einiges im Raum, was man hört. Die einen sprechen von sozusagen einem Versehen der ausführenden Firmen. Die anderen sagen oder vermuten, es sei Sabotage. Was hat da tatsächlich stattgefunden? Wie kann es sein, dass auf einer besonders geschützten Baustelle so etwas passiert? Und welche sozusagen Schäden sind tatsächlich dort zu verzeichnen? Es gibt ja heute ein Zurückrudern, es sei doch nicht so wesentlich auch die Sicherheitsinfrastruktur betroffen gewesen, wie es in ersten Meldungen heißt. Da muss man, denke ich, jetzt auch mal ein Stück weit sozusagen abwarten, um genau zu wissen, was dort passiert ist. Und alles andere, was launig passiert, rate ich nur, den Hashtag Watergate zu folgen. Da stehen viele sehr interessante Tweets, über die man auch an der einen oder anderen Stelle mal schmunzeln konnte. Danke.